Hallo ihr lieben YouTuber, herzlich willkommen im neuen Video. Und es geht heute mal wieder, wie man unschwer erkennen kann an meiner schönen Kulisse, es geht um Schnittblumen und es geht mal um einen richtig tollen Strauß im Frühlingslook. Mehr gibt's nach der Intro. Guten Morgen vom Großmarkt. So, ich war gerade einkaufen und ihr seht hier, mein Auto ist voller Kisten. Wir haben also ziemlich viel gestapelt und ich habe auch ziemlich viel Körbe eingekauft. Und da ist schon ein Teil im Auto und es ist schon so eine kleine sportliche Übung, das alles unterzukriegen, weil ich zeige euch mal so ein bisschen im Inneren, wie es da aussieht gleich. Also Körbe, Körbe, Körbe. Ich muss euch im Auto gleich nochmal erzählen. Also es geht wirklich die Post ab. Und ich versuche möglichst viele Kisten hier zu ergattern, ja, damit ich das transportieren kann. Und neben den vielen, vielen Schnittblumen, die ja hier, das sind jetzt nur 4 Kisten hier vorne und da hinten verbergen sich auch noch alle. Und diese herzallerliebsten Hornpfeilchen, die ich ja wahnsinnig gut verkaufe, versuche ich jetzt irgendwie die Körbe alle unterzubringen. Und mal gucken, ob mir das gelingt, weil ich habe ja Gott sei Dank 2 Seitentüren. Aber es ist alles voll, ne? Und die müssen jetzt alle noch hier rein. Mal gucken. Ich bleib bemüht und sag einfach bis gleich. So, los geht die Fahrt vom Großmarkt zum Laden. Und ich habe euch ja gerade schon einen kleinen Eindruck gegeben, wie es in meinem Auto aussieht. Und ich habe jetzt tatsächlich, also zum einen habe ich den Bestand an Körben aufgekauft. Und also sie sind jetzt weg und es haben auch einige Kollegen dann gleich gesagt, ach, die sind aber schön, wo hast du die her, gibt es die noch? Nein, die gibt es jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Ja? Und ich werde jetzt auch noch ein paar wenige Bestellungen annehmen können und dann ist diese Art von diesen wunderschönen Körben, dieser Kranzkorb, dann sind die auch ausverkauft. Und das habe ich alles euch zu verdanken, weil ihr eure Reaktion auf das letzte Video, die war echt bombig, die war echt der Oberhammer. Also ich habe so viele E-Mails bekommen und ich habe ja eigentlich auch nur so aufgrund der großen Nachfrage habe ich gedacht, ach komm, ich zeig einfach noch mal, was man da so Schönes machen kann aus diesem Korb. Und das war wirklich nur so eine spontane Idee nach Ladenschluss, wo meine Mitarbeiterin gesagt hat, komm, wir haben so schöne Sachen da draus gemacht, zeig doch nochmal, ja, einfach die Variationen. Und ich bin jetzt also wieder frisch bestückt mit, ja, zum einen Körben, wobei jetzt noch wenige frei sind. Ich hab auch Maxi-Hasen nochmal. Die sind so schön, dass die so schimmern mit ihrem Gold. Ich bin eigentlich nicht so ein Goldfreak, aber die finde ich, weil die so ganz, weil das nicht eben so ein glänzendes Gold ist und nicht ein Material, finde ich die unglaublich toll. So, ich fahre jetzt hier auch schon ganz vorsichtig um die Kurven, weil ich möchte jetzt mit dieser ganzen Ladung kein Rennen fahren. Ich habe alles dabei. Ich habe auch Kisten, ich habe Polstermaterial und ich werde jetzt dann wirklich viel fleißig Kisten packen, zur Post fahren. Ich muss dazwischen einfach mal ein paar Fotos machen, wenn wir das machen, wenn ich es schaffe, weil es ist der Wahnsinn und ihr macht mir total Freude. Vielen, vielen, vielen Dank. Das wollte ich nur noch mal sagen. Ja, und es gibt ja nicht nur die Körbe, sondern es gibt diese Woche auch noch den Weltfrauentag. Der ist ja am Mittwoch bekanntermaßen, 8. März. Das heißt, wir haben da auch viele Bestellungen und ich denke, da wird auch einiges kommen, weil der ist ja vor allem in den osteuropäischen Ländern sehr, sehr, sehr wichtig und also ich glaube sogar fast bei manchen wichtiger als der Muttertag. Und von daher werden wir da auch einiges zu tun bekommen. Und ich denke, ich habe auch einige Bestellungen schon aus der Ukraine bekommen und habe da natürlich auch immer mal besonders schöne Sachen extra gemacht. Also deswegen ist es heute zweigespalten. Es ist tatsächlich
das Auto sehr, sehr, sehr voll hat mit Schnittblumen und sehr, sehr voll mit Körben. Und es geht, naja, es geht nur bis zur Decke, aber dann muss ich halt sonst einfach nochmal fahren. Das geht auch. Ja, was wollte ich euch noch erzählen? Ich glaube, ich fahre jetzt erstmal in den Laden, gucke, dass ich mal ein paar Fotos mache von dem Trubel. Habe auch ein schönes neues Video für euch, einfach was, ja, was ganz Tolles. Zur Abwechslung mal wieder einen Strauß. Aber tatsächlich habe ich auch die Augen offen gehalten zum Thema Körbe, weil da gibt es auch noch andere tolle Varianten. Und ich habe einfach einen richtig schönen Korbanbieter im Großmarkt. Und ich bin ganz happy, dass mein Großmarkt so schöne Sachen anbietet. Das ist ein Segen, weil es auch seit Corona ist es auch für uns Floristen gar nicht mehr so einfach, schöne Ware zu bekommen. Ja, es ist auch ein ziemlicher Run. Es ist, die Lieferketten klappen nicht so, die Lieferungen sind teuer. Also auch das ist alles nicht ganz so einfach geworden. Aber ich bin eigentlich der Meinung, es ist gar nicht so schlimm, wenn es nicht immer alles gibt, weil wir sind eigentlich verwöhnt. Und manche kommen dann in den Laden im Winter und wollen Sonnenblumen, dann sage ich einfach auch, nein, die gibt es jetzt nicht. Ja, es gibt auch die Natur und alles hat seine Zeiten. Und ich bin tatsächlich auch gar nicht bereit, außerhalb der natürlichen Zeiten von gewissen Dingen die anzubieten. Ich möchte das alles zu seiner Zeit haben. Und ich finde es völlig in Ordnung, dass es eben nicht zu allen Jahreszeiten Pfingstrosen gibt, Sonnenblumen, so, ja. Man muss die Dinge genießen, wie sie kommen. Also, in diesem Sinne, ihr Lieben, ich bewege mich jetzt weiter zum Laden und da gibt es jetzt heute echt viel zu tun, weil, wie gesagt, morgen ist Weltfrauentag und wir werden uns ziemlich anstrengen, dass wir das alles hinkriegen. Nachdem ich euch mitgenommen habe auf den Großmarkt, morgens die Tage beim Einkauf der Körbe, nehme ich euch jetzt mal mit in den Laden. Und hier könnt ihr sehen, ich bin zwar kein Versandhandel, aber wir haben hier alle möglichen Kisten verwendet und haben alles so sorgfältig gepolstert und verpackt. Und es sind noch nicht alle und morgen muss ich unbedingt zur Post. Sorry, der Nachbarshund kläfft immer. Ich muss morgen unbedingt zur Post und muss mal diese Träumchen alle versenden. Und ich hoffe, die passen in mein Auto rein. Aber morgen früh ist erstmal Großmarkteinkauf angesagt. Aber wir haben hier den ganzen Tag und ich habe euch ja ein paar Fotos, zeige ich euch mal von der Produktion. Wir haben hier den ganzen Tag wie wild gearbeitet und haben hier so richtig schöne Nestchen haben wir gemacht und
die ganzen Kränze. Und also ich muss morgen früh, bekomme ich nochmal, ich bekomme diese schönen Maxi-Hasen. Und hier haben wir auch die Kränze dazu gemacht aus dem Gras, auch mit Heidelbeere. Die bekomme ich morgen nochmal nach. Tatsächlich ist die Anzahl der Körbe ist jetzt auch endlich. Es sind jetzt nur noch wenige, und wenn mein Händler nicht noch im Lager eine Palette auftut, dann sind die tatsächlich alle. Ja, aber das sind jetzt nochmal so die, ist das Update, und der goldene Maxi-Hase, den hole ich morgen früh nochmal im Großmarkt nach. Und da freue ich mich auch, da dürft ihr, wenn ihr wollt, gerne nochmal bestellen. Ja, hier sind noch ein paar Bestellungen für den morgigen Tag. Und ansonsten sage ich einfach, ja, gute Nacht sozusagen. Und ich muss morgen erstmal wieder ein paar Blumen. Ja, es ist ja verrückt, gell? Man sieht hier den Tisch voll und denkt, das sind so viele. Aber tatsächlich muss ich morgen wieder einige Blumen, die fehlen, nachkaufen. Wir haben Bestellungen, wir haben Veranstaltungen und wir brauchen doch noch Blumen dazu. Und so ist es immer so ein Kreislauf. Man glaubt das gar nicht, welche Mengen man dann immer so umwälzt. So, also das Auto ist jetzt voll und ich brauche gar nicht mehr drüber nachdenken, zum Rückspiegel rauszugucken. Ihr Lieben, ich fahre jetzt zur Post. Ich freue mich. Ja, hallo ihr Lieben. Und ja, wie ihr unschwer erkennen könnt, habe ich heute ganz tolle, wunderschöne Blumen mitgebracht. Und also ganz viele kommen in den Laden und sagen, oh, ich liebe Ranunkel und Hortensien. Ich liebe sie auch. Ich liebe sie total. Und wenn man dann hier solche tollen Ranunkel sieht, also vor allem für Hochzeiten, da sagt man so, oh, toll. Also Pfingstrosen lieben ja auch noch alle. Aber es gibt einfach Blumen, Schnittblumen, bei denen die Zeit begrenzt ist, und Ranunkel zum Beispiel, die gibt es jetzt im Frühjahr und die gibt es dann nicht mehr. Deswegen nehmen wir heute Ranunkel für einen schönen Strauß. Ich nehme mir jetzt einfach schon mal zwei raus, dass die in den Strauß reinkommen. Dann habe ich noch weitere wunderschöne Frühlingsschnittblumen, auch mit diesen Fräsien. Die sind auch so, ach, sind so zart und sind sehr beliebt. Also es gibt viele Damen, die sagen, ach, auch manche, ich will nur einen Fräsienstrauß. Das ist auch eine Blüte, die sehr, sehr schön ist, die es aber auch nicht, leider nicht das ganze Jahr gibt. Ich finde es auch okay, dass es nicht immer alles gibt. Ich finde es völlig in Ordnung. Ja, dann habe ich ein bisschen Schleierkraut mitgebracht. Das ist auch immer sehr, sehr schön. Und damit wir eine hübsche Blüte haben, die in Gelb ist, habe ich hier diese Mini-Chrysanthemen, nennen sich auch Santini. Das sind die Pompom. Die habe ich mal mitgebracht. Das ist eine Blüte, die hält sehr, sehr, sehr gut. Und was natürlich auch wunderschön ist, in Gelb habe ich hier vorne stehen, sind die Osterglocken. Die sind auch ein Traum, aber die gehören leider nicht zu den ausdauerndsten Blühen. Deswegen habe ich die jetzt mal so als Dekoblume in Gelb hier mit hingestellt. Aber dann kann man sie in so einen Strauß wirklich nur kurzfristig integrieren, weil sie halten einfach nicht, obwohl sie natürlich malerisch sind. Wunderschön. Ja, und dann, Moment, so, jetzt habe ich hier meine Santini. Und dann gibt es hier natürlich ganz viele kommen und sagen, sind die echt? Ja, nein, sie sind nicht echt. Aber sie sind auch ein Traum. Und zwar, das ist jetzt hier, deswegen darf ich die von oben so herzhaft anfassen. Das ist eine Seidenhortensie. Das sind jetzt so schöne Hortensien. Und da zeige ich euch mal, dass ich die einfach in den Strauß mit reinbinde. Und die kann man eigentlich dann immer wieder mit reinbinden, kann danach den Stiel abwaschen
und nimmt sie für den nächsten Strauß und hat eigentlich immer Hortensie, weil Hortensien sind ja so, sind wunderschön, sind aber einfach eine empfindliche Blüte, sind, wenn sie im Herbst mal ausgereift sind, dann halten sie ganz toll. Aber wenn sie so in diesem frischen Zustand sind, dann halten die nicht immer so toll. Ja, und weil wir die auch ganz gern verwenden, auch mal für Hochzeiten oder wo sie halten müssen, haben wir hier so eine richtig schöne große Vase. Und das sind jetzt tatsächlich Hortensien. Die würde ich euch auch per Post schicken, weil das ist was, das kann man super in Strauß integrieren. Und diese schöne Vase, die lasse ich mal hier hinten stehen. So, hier ist noch was, was wir für den Strauß brauchen. Und ach, was sich hier auch noch verbirgt, so im Eckchen, da mache ich euch nochmal den Videolink rein. Das ist dieses schöne Video von unserem Hasenkorb. Das ist ein Korb, der auch unten wie ein Tablett unseren Flechtboden hat. Und dieser tolle Korb mit diesen hübschen Häschen von Floristik24, die habe ich im letzten Video gezeigt. Das ist was richtig Tolles jetzt für Frühling, Ostern, weil man merkt, dass viele Leute jetzt wirklich schon österlich dekorieren, und dass es jetzt also total im Trend ist. So, den Preis mache ich mal ab. Ja, dann habe ich für den Strauß mir noch was Tolles ausgedacht, und zwar eine wunderschöne Basis für den Strauß ist hier so ein Weidenring, ja, den man auch selber wickeln kann. Und das ist die Trauerweide. Ihr seht die wahrscheinlich manchmal hängen. Das sind so diese Weiden, die ganz lange, die hängen so ganz, ganz lang in ganz langen Schnüren. Und früher bin ich immer vorbeigelaufen und habe mir gedacht, ach ja, ich hätte da nie was damit anfangen können. Und da lässt sich so schön hier auch so eine Umrandung in der Basis, so ein Ring oder eben für einen Strauß oder für eine Bepflanzung auch nochmal, dass man die Weide so schön rumführt. Es ist also, es ist was richtig Tolles. Es lässt sich richtig toll verwenden. Die ist jetzt sehr stark verzweigt, aber es gibt auch so diese ganz weichen, langen, die sich so ergießen. Und die nehme ich tatsächlich zum Ringeflechten. Ich muss mal gucken. Ich habe auch ein Video, wo ich den Ring gezeigt habe. Da mache ich euch noch mal den Videolink rein. Weil das ist was, das kann man wirklich immer gut gebrauchen. Wenn hier ein paar vom Flechten, wenn hier so ein bisschen was absteht, dann kann man noch mal schneiden. Gute Schere ist immer ratsam, empfehle ich sehr. Diese Damen- und Floristenschere, diese Gartenschere, die liebe ich. Ja, und dann brauchen wir natürlich noch für unseren Strauß, wir brauchen ein bisschen Grün. Ich nehme hier Pistazie. So, schneide die schon in Stücke. Mache wie immer von den Stielen das Grün ab, also kein Grün in die Bindestelle. Und optimal ist es immer, wenn ich hier so Stücke habe, die oben buschelig sind und unten am Stiel ist nichts, weil ich möchte keine Blätter in der Bindestelle haben. Dann nehme ich hier mein Drahtring, und fülle den einfach mit so ein bisschen Efeu. Aber dann habe ich auch tatsächlich genug Grün. So. Gerade, weil also da stört mich schon wieder, dass hier so viel unten dran ist. Den mache ich ab. Das seht ihr auch mal so live, wie ich die putze. Und wenn man das nicht so oft gemacht hat bisher, dann bereitet vorher das Grün vor und nicht erst wenn ihr den Strauß in der Hand habt. Und man sieht, also jetzt kann man schon diesen Ring, ich würde hier noch mal ein bisschen aufräumen. So, dann kann man diesen Ring ganz locker mit Grün füllen. Natürlich immer, wenn man sowas macht, immer in der Spirale arbeiten. Sprich, ich lege schon die Stiele, also von dem Grün, das ich hier einfüge, auch immer in der Spirale an. Grund ist, dass wenn ich nicht in der Spirale arbeite, dann kann ich auch viel schwieriger nachträglich noch Grün einzufügen. So, und wenn hier auch noch sowas raussteht, dann schneide ich das lieber mal ab. Ja, und dann fülle ich mir diesen Ring, aber ich höre jetzt auch gleich auf mit Füllen, weil ich habe natürlich eine riesengroße Blüte, die ganz toll füllt. Das ist meine Hortensie. Die macht hier diesen Ring schon, ja, fast schon alleine voll. Ich würde auf jeden Fall hier die Blätter dran lassen an der Hortensie, weil wenn man die dann rausnimmt und woanders wieder dekorieren will, dann sieht die ohne Blätter so nackig aus und das ist dann blöd. Es gibt einen Fehler, den viele
am allerhäufigsten machen, wenn die mit so einem Ring einen Strauß binden, was jetzt also Straußbindeanfänger, ist immer einfacher mit Ring zu arbeiten, weil dann hat man schon einen gewissen Halt und eine Formgebung. Und der Fehler, den die allermeisten machen, ist, dass das Grün zu hoch ist. Deswegen habe ich auch gerade geguckt, ja, also ich neige schon fast dazu, nochmal die Spitzen abzuschneiden, weil ich möchte auch danach, wenn ich den Ring gefüllt habe, möchte ich eigentlich zum einen den Ring sehen, ja hier. Ich will den nicht so zu, ja, ich sag mal, dass er so überwuchert wird. Das ist mir eigentlich wichtig. Und zum anderen sollen die Blüten immer höher sein als das Grün, ja, so dass ich jetzt das Grün kann die Blüten umspielen, aber die Blüten müssen höher sein. Das ist ganz wichtig, weil was ist am wertvollsten in dem Strauß? Die Blumen. Das ist der ganz einfache Grund. So, dann fülle ich jetzt einfach mit Blüten meinen Ring. Aber ich muss von unten ein bisschen aufpassen. Ich habe ja auch diese Drähte, ja, diese drei Drähte, die an dem Ring sind. Das heißt, ich muss mir natürlich schon überlegen, wo ich die Blüten oder wie ich die einfüge. Ja. Und so, manchmal hat man den Draht im Weg, ja, wie ich jetzt auch. Muss man so ein bisschen fühlen und ein bisschen probieren, wenn man es dann reinmacht. Und ach, die Ranunkel ist natürlich auch so eine fädrige Mitte. So elegant, herrlich. Und die Fräsien finde ich auch, die haben jetzt einen optimalen Blühzustand, um so einen schönen Strauß zu binden. Und ich kann euch das nochmal nur so, wenn ihr sagt, ach, das ist egal, wenn es nicht so lang hält. Also ich kann euch das nochmal zeigen, wie das mit Narzissen wäre, was natürlich jetzt auch, wenn man sagt, ach, das ist für einen für einen bestimmten Tag soll das schön sein, ist natürlich ein Traum mit den Narzissen drin. Ja, die sind wunderschön. Ja, das, und ich kann gerne noch mal zwei reinmachen. Ich sage es aber extra dazu. Es sind Blüten, die einfach relativ begrenzt haltbar sind, aber sie geben natürlich gleich noch mal so einen richtigen tollen Farbeffekt. Ja, und so haben wir eigentlich mit ganz wenig Mitteln, mit ein bisschen Grün gefüllt, mit ein paar Blüten, das sind jetzt wirklich nicht so viele, ja, hier vielleicht nochmal eine Narzisse rein, haben wir eigentlich schon einen wunderschönen Strauß. Und das Schönste daran ist eigentlich mit die Hortensie, die können wir verwenden, die kann man auch ein bisschen mal, ja, so ein bisschen drücken und kann die mal richtig reinpassen. So, und haben jetzt also schon einen wunderschönen Strauß. Und die Hortensie, die ist nicht nur für diesen Strauß schön, die können wir in die ganzen nächsten Sträuße auch reinmachen. Und jetzt habe ich natürlich von unten, würde ich die Drähte sehen. Und ich bin immer so ein Verfechter davon, dass ich eigentlich sehr gern von unten noch abdecke. Ja, muss nicht sein. Manche sagen, sie wollen nur was Lockeres. Ich könnte auch nur ein bisschen Eukalyptus nehmen, könnte es so rausgucken lassen. Aber ich finde es eigentlich schöner, wenn es hier einen Rand gibt und eine Abdeckung und wenn es nicht von unten so ganz offen ist, weil ich gucke auch die Sträuße von unten gern an. Ich gucke natürlich, wie die anderen gearbeitet haben und deswegen bin ich da immer sehr interessiert. Also ich würde auf jeden Fall einen Abschluss machen und auch hier, auch bei dem Eukalyptus, kein Grün in die Bindestelle, ein paar Blättchen wegmachen. Ich würde jetzt natürlich ein Blatt nicht so weit rausstehen lassen. Ja, das wäre völlig von der Proportion her, wäre das nicht schön. Also nur so dezent rausgucken lassen, ein bisschen Eukalyptus spitzeln lassen. Oder alternativ, geht natürlich auch sehr schön zum Spitzeln lassen, Heidelbeere. Heidelbeere habe ich hier. Das ist auch eine Alternative. Die kann man immer sehr schön brechen. So, geht auch mit einer Hand. Ja, ich kann auch eine Heidelbeere hier nehmen und kann dann einfach die Blätter fixieren. Und ich zeige euch auch gleich nochmal das Ganze von unten. So, ein Blatt brauche ich noch. Das sind jetzt also schöne kleine Aralienblätter. Die bekommt ihr beim Floristen. Die hat eigentlich fast jeder Florist, ja, weil ihr fragt mich ja öfters auch, wo bekomme ich bestimmte Materialien her?
wiederverwendbar ist er, ist auch für den nächsten Strauß, ist nicht nur die Hortensie, ist tatsächlich auch der Ring. Auch der lässt sich ganz toll wieder integrieren, weil der hält auch super. Also es ist hier vieles, was man wirklich für den nächsten Strauß nehmen kann und dann tatsächlich öfters verwenden kann und auch, ich sage jetzt mal, auch bis Ostern einfach tolle Sträuße damit machen kann. Die Hortensie schiebt sich so ein bisschen raus, die muss ich auch mal nehmen und wieder zurückschieben. Ja, und das i-Tüpfelchen könnte ich natürlich auch noch dann reinmachen, indem ich so ein kleines Nestchen hier reinsetze in den Strauß. Ja, da kann man sich auch noch so einen Platz schaffen. Das hätte ich jetzt noch antraten müssen. Und dann kann ich, und damit ist natürlich der Strauß dann so richtig schön österlich. Und ich würde sagen, ich mache euch einfach, ich kann euch anbieten, die Nestchen habe ich auch mit gelben Wachteleiern. Mache ich noch ein Foto dazu. Die gibt es auch mit einem gelben großen Ei. Ja, ich biete euch einfach an, ich würde euch so eine Hortensie und ein Nestchen mit Ei, das würde ich euch zusammen versenden, dann als Päckchen, weil ich kriege es in die Warensendung nicht rein. Und ich denke, das wären dann so zwei Utensilien, die ihr super gebrauchen könntet. Und dann hättet ihr auch einen ganz tollen, ja, dann hättet ihr auch einen ganz tollen Strauß. Jetzt habe ich so viel geredet, wie der von unten aussieht und habe es natürlich noch nicht gezeigt. Also so sieht er von unten aus. Alles ist schön abgedeckt und selbst wenn die Blätter ein bisschen weicher werden, durch die Heidelbeere werden die gehalten und werden also nicht, fallen nicht nach unten. Ja? Und dann muss ich eigentlich das Ganze nur noch anschneiden. Jetzt habe ich ja das kleine Problem, ich habe hier in dem Stiel von meinem Hortensienstrauß einen Draht drin. Heißt, also den muss ich tatsächlich mit der Drahtschere anschneiden. Ich schneide jetzt immer noch schön um meinen Hortensienstiel drumherum. Und was ich in der Vase einfach mache, ist, ich gehe her und biege den einfach um. So, ich biege den einfach um und binde den mitten in die Bindestelle rein. Wenn ich den Stiel wieder länger brauche in einem anderen Strauß, dann biege ich ihn zurück. Ganz einfach. Und ich würde ihn nicht abschneiden für diesen Strauß. Auf keinen Fall. Weil für irgendeinen längeren, ja, in der Vase brauchst du bestimmt wieder diesen langen Stiel. Und deswegen würde ich das nicht machen. So, das Nestchen. Das zeige ich euch jetzt auch noch, wie das da in den Strauß reinkommt. Ich hoffe, ich kriege das gleich rein, wenn ich den gebunden habe. Dann nehme ich einen schönen festen Draht. Gehe hier bei dem Nestchen einfach unten. So, gehe hier unten durch so ein breiteres Stück, klappt den Draht hier wieder zusammen und verdrehe den auch. So, verdrehe den Draht. Und jetzt habe ich, so, und dann gehe ich jetzt mal her, suche mir, vorhin habe ich mir eine schöne Stelle gesucht, wo ich ein bisschen Grün hatte. Klappt mein Hortensienblatt hier weg und hätte hier eigentlich eine schöne, ja, freie Stelle für mein Nestchen neben meinem Draht. Und selbst wenn du jetzt nicht mehr durch die Bindestelle kommst, dann können wir hier einfach auch, man kann auch hier einfach seitlich rauskommen und kann den Draht, so, ich komme jetzt hier sogar seitlich aus meiner Bindestelle raus. Ich muss ein bisschen vorsichtig einfügen, so, und kann den Draht dann mit einem festen Stiel, ich nehme zum Beispiel den Stiel von der, ja, hier ist ein Stiel vom Grün, der ist ein bisschen fester, und kann diesen Draht von dem Nestchen hier einfach um ein paar Stiele von meinen Blüten oder vom Grün verdrehen und dann kommt das Nestchen auch nicht mehr raus, es ist jetzt fest. Hallo! Ja, hallo! Hallo! So, Kundin ist wieder weg. Ist glücklich, hat glücklich was gefunden hier im Laden und wir können jetzt das Ende vom Video noch in Ruhe machen. Ja, also das war jetzt für heute der schöne Frühlingsstrauß in Weiß-Gelb. Ich finde, Weiß-Gelb ist eh so, ach, sind so tolle Farben. Und mit dieser, der natürlich super schön wird, mit dieser tollen Hortensien, die jeder gern hätte, die es aber leider nicht immer gibt. Und ihr seht,
Viele sagen bei Seidenblumen ja, aber ihr seht, wie toll Seidenblumen wirken, wenn man die so schön in frische Sachen oder mit frischen Sachen kombiniert. Ja, die Kombination ist ja immer so der maßgebliche Teil. Also man kann da so viel machen. Ich schreibe euch noch mal rein, auch für was ich euch versende, sprich so eine Hortensie und ein Nestchen. Ihr dürft auch aussuchen, ob ihr ein gelbes Wachtelei oder ein grünes Wachtelei oder ein fliederfarbenes wollt oder ein naturfarbenes Wachtelei. Moment, genau, hier kommt's. Ja, das könnt ihr gern auswählen. Und das würde ich euch versenden, dann ein Nestchen. Das ist auch von mir selber handgedreht mit einem schönen Schmuckdraht, mit Federchen und wie gesagt Eierfarbe nach Wahl. Das ist mein Angebot, damit ihr auch so schöne Sträuße immer wieder gestalten könnt und ja, sowohl diesen Weidenring ja verwenden könnt. Den würde ich euch auch noch schicken, wenn ihr wollt. Ja, sowohl als auch das Nestchen, als auch die Hortensie und dann einfach die Blüten für drumherum immer ja, frisch besorgen müsstet. Ja, aber ansonsten freue ich mich zu hören, ob euch das gefällt und ob das auch was für euch wäre. So Seidenblumen kombiniert mit frischen, keiner sieht's. Jeder denkt, boah, hast du eine tolle Hortensie zu Hause. Also ich finde es eine tolle Geschichte und ich bin gespannt. Freue mich auf Feedback, wünsche ganz viel Spaß, hoffentlich beim Nachmachen und freue mich, dass ihr dabei wart. Vielen Dank und bis bald. Alles Liebe von eurer Margit. Tschüss.